Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Brozart, und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast mal wieder die liebe Elena Schilina auf vielfachen Wunsch. Liebe Elena, schön, dass du heute mal wieder bei mir bist. Hallo, hallo. Also heute ist Montag, der 18. Januar. Heute ist Start der Berlin Fashion Week. Und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, läuft heute oder ab heute die Fashion Week total digital, war ja hybrid angedacht, aber aufgrund der aktuellen Situation voll digital. Und wir zwei haben uns ein Glas Wein geschnappt und haben uns zwei Bildschirme genommen und sitzen vor den zwei Bildschirmen und haben jetzt die Fashion Week bei einem Glas Wein und mit ein bisschen Sushi betrachtet, uns ausgetauscht. Und da sind wir jetzt und erzählen euch unsere Beobachtung unter anderem. Da kann sich nämlich die Elena ganz toll einbringen. Stimmt's? Ja, ich versuche zumindest. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde es voll schade, dass das alles nur digital abläuft. Das war irgendwie klar schon, aber irgendwie die Hoffnung ist doch immer noch geblieben, dass das zumindest als Hybrid in Berlin ablaufen würde. Ja, leider ist es nicht der Fall. Ja, wir haben es uns alle ein bisschen anders gewünscht, aber it is what it is. Und wenn wir das so beobachten, die Inhalte sind klasse und doch stellen wir fest, da gibt es noch ein bisschen Potenzial im Thema Digitalisierung. Also was mir zum Beispiel total auffällt, Elena, ist, dass leider ganz viele Formate gleichzeitig laufen. Das finde ich total schade. Also da ein bisschen mehr Koordination wäre vielleicht nicht schlecht gewesen. Oder wolltest du nur eines sehen? Also mich haben ganz viele Sachen interessiert, war irgendwie schwierig. Ich glaube, da bin ich gar nicht so scharf enttäuscht wie du wahrscheinlich in der Hinsicht, weil ich meine, während der ganzen Fashion Week Ereignisse, egal wo, jetzt Berlin oder Paris oder New York, Milan, whatever, you name it, sind immer ganz viele Formate und Talks und Events parallel gelaufen. Und da bin ich das auch schon gewöhnt, dass man sich entscheiden müsste. Aber ich finde es trotzdem schade. Es ist egal wo. Ich finde es auch egal, in welcher Branche, in welchem Land. Die Leute geben so viel, die Aussteller geben so viel Geld aus, die Marken geben so viel Geld aus. Und am Ende konkurrieren sie sich gegenseitig. Das finde ich einfach total schade. Ja, das stimmt auch. Da hast du absolut recht. Nur das war schon immer so. Deswegen war es halt für mich jetzt keine ausschlaggebendes Kriterium, dass es halt... Ich finde, klar, das könnte man verbessern. Ja, klar, wenn man halt digital... Ich glaube, digital ist ja nicht physisch präsent. Da fallen halt auch einige Kosten weg. Mhm. Da könnte man eventuell ein paar Tage verlängern und dann die Sachen anders legen. Da gebe ich dir recht. Da könnte man wahrscheinlich das auch anders lösen. Aber seien wir doch nicht so streng, weil die Fashion Week jetzt organisieren und da drin unmittelbar beteiligt sind, machen es ja auch zum ersten Mal so in digitalem Format. Und ich glaube, das ist auch nicht einfach. Genau, deswegen ist es auch gar nicht streng oder böse gemeint, sondern so vielleicht als Anstoß oder als Denkanstoß fürs nächste Mal. Wobei ich ja hoffe, dass es nächstes Mal nicht nur digital sein wird. Ja. Bitte nicht. Aber das Thema ist ja egal, ob digital oder physisch. Hatten wir ja vorher auch schon, dass es halt teilweise leider zu Überschneidung kam und man musste so rennen. Ich meine, es hat auch was Schönes, wenn man dann von Show zu Show rennt. Das fühlt sich einfach total wichtig an. Aber anstrengend. Aber anstrengend, genau. Und die Frisur sitzt dann nicht mehr und man schwitzt und hetzt von einem Termin zum anderen. Wichtig, wichtig. Es gibt immer nichts Wichtigeres als die Modewoche, wenn sie dann da ist. Genau. Und jetzt haben wir festgestellt, durch dieses neue digitale Format gibt es natürlich auch neue Disziplinen, die man beachten sollte. Und da gibt es optische, also visuelle Disziplinen, akustische Disziplinen. Und da wollten wir vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen. Vielleicht ist es interessant für euch, weil ich habe mich gerade ganz intensiv mit Elena darüber unterhalten, was denn die Looks von den Menschen in diesen Zoom-Calls oder Webinaren, was die für eine Aussage implizieren und ob sich die Leute überhaupt Gedanken drüber machen, ob was sie mit ihrem Outfit kommunizieren und was da der Profi, also Elena in dem Fall, dazu sagt,
bin ich ganz gespannt. Also ich wollte halt noch kurz dazwischen funken und zwar das sind wir ja gewöhnt. Und zwar es geht wirklich darum, ich meine, in Berlin Fashion Week, ich war noch nie als Einkäuferin für Berlin, also auf der Berlin Fashion Week dabei, deswegen kann ich das halt gar nicht beurteilen, weil das war halt jetzt nicht unbedingt relevant. Ich war eher halt in Paris unterwegs und da ist auch super viel parallel gelaufen. Mhm. Und das war auch immer anstrengend. Aber ist doch nicht schön. Nee, es ist nicht schön, weil man kommt zurück auch super erschöpft und man verpasst auch viele Sachen, die eventuell super interessant und wichtig sein könnten. Und dann sieht man die irgendwo oder bei irgendjemand und dann, oder irgendwie jemand erzählt dir über zum Beispiel deinen neuen Brand und dann sagt, ja, ich war ja auch da, aber ich habe sie gar nicht gesehen, weil ich keine Zeit hatte. Und das finde ich halt schade, weil es gibt ganz tolle Menschen, die wirklich ihre Mode auf der Fashion Week präsentieren. Und sie wollen ja auch kommerziellen Erfolg im Endeffekt damit erreichen. Und das, da kommt nicht dazu, weil die Leute, die dann wirklich Geld ausgeben auf der Fashion Week, tatsächlich, nämlich die Buyer von verschiedenen Stores, die bekommen es gar nicht mit. Wenn der Designer kein großes PR-Kampagne oder halt wirklich nicht da so viel investieren konnte. Vielleicht hätte er das gemacht, aber er konnte es nicht, weil es hat gerade mal gereicht für Kollektion, das Geld. Und wo siehst du dann als Profi, was, dass du was verpasst hast auf Social Media oder wie erfährst du das? Ja, dann zum davon? Beispiel, ja, auf Social Media oder halt zum Beispiel auf den anderen oder im Online-Stores, die da zum Beispiel ganz viele Einkäufer geschickt haben. Und irgendjemand hat was gesehen. Also ja, also ich fände es halt, ich fand es immer schade und auch in letzter Zeit, wo ich unterwegs war auf solchen Events, dann habe ich mir immer extra einen Tag, sogar manchmal zwei Tage genommen, wo ich dann tatsächlich auch zu Messen gegangen bin oder zu den Showrooms, wo ich auch die Designer nicht wirklich kannte. Mhm. Weil man tendiert immer dazu, das, also man hat ja seinen Plan, das und das, da brauche ich Mäntel, ich brauche Kleider, ich brauche Schuhe, ich brauche dies und ich brauche das und mein Kunde ist sowieso und dann geht man und arbeitet das so ab und weil es so stressig ist, dann dieses Gefühl, klar kommt es hoch, also bei mir zumindest, weil ich liebe Klamotten, ich liebe Kleidung, ich liebe Stoffe, ich liebe auch das physische Anfassen von Stoffe und das Sehen von Stoffe an einem Model, auch live, weil deswegen ist es für mich nur digital, das zu beobachten, macht ehrlich gesagt einen halben Spaß. Aber mindestens ist es da, ich bin so froh, dass es überhaupt stattfindet. Auch wenn es ein Kompromiss ist. Natürlich gucke ich anders drauf als du, weil ich bin keine Einkäuferin. Ich bin Einkäuferin und ich bin auch Stylistin in erster Linie und ich gucke direkt auf ein Kleidungsstück oder auf ein Accessoire in dem Sinne von, kann man das tragen, wo kann man es tragen, wer kann es tragen, wen kann es das verkaufen oder vermitteln und da gucke ich halt direkt, was ist das für ein Stoff? Was ist der Fall von dem Material? Und, wie ist es geschnitten? Ist es breiter Anpassungsform, also breiter Form oder ist es eher schmaler? Für welche Größen würde es in Frage kommen und so weiter? Und bei digitalen Formaten ist es extrem schwer zu beurteilen einfach. Obwohl ich mich schon sehr, sehr gut auskenne. Und trotzdem beurteilst du doch auch anhand von Fotos. Das ist ja auch eine digitale Form auf Social Media. Also wenn es eben nicht Bewegtbild ist, sondern ein normales Bild, da hast du dich doch auch schon dran gewöhnt, oder nicht? Ja, weil ich ganz vieles live gesehen habe. Okay, das ist die Kombination. Für mich ist auf jeden Fall die Kombination, weil ich habe super viel Kleidung und super viele Designer Kollektionen, wie sie das davor schon gemacht haben, live gesehen und das ist ja, das ist ein guter Designer arbeitet ja seine Linie weiter heraus. Das ist ja nicht immer absolut das Neue. Also heute ist es so und übermorgen ist es 180 Grad. Das ist es nicht. Das ist halt immer
eine Story, die weiter erzählt wird. Und deswegen weißt du schon, was der Designer für Vorlieben hat, wie er schneidet, was für Passformen er daraus macht, für wen ist das überhaupt gemacht, was ist seine Frau überhaupt, welche Körper kann da überhaupt reinpassen und auch gut aussehen. Das ist halt, dass die Kleidung dich auch, also Mann oder Frau, egal, die Kleidung muss ja was Schönes für dich machen, nicht einfach da sein. Du musst sein. Dir das was Gutes ja, tun, also die muss dein ja, das Körper muss dir was Gutes tun, genau, weil das ist halt das, die wir kaufen nicht die Kleidung aus dem Grund, weil es uns nur kalt ist. Das braucht kein Mensch, weil wir haben genug Kleidung im Schrank. Und wenn wir nur wirklich aus den praktischen Gründen ausgehen würden, die Modebranche würde einfach kein Geld verdienen. Und das ist eine Branche, die richtig, richtig, richtig viel Geld umsetzt. Klar, und ich finde, Kleidung fand ich eigentlich schon immer auch was Kreatives, Künstlerisches, also zumindest was man draus macht. Ich meine, jeder kann das gleiche Kleidungsstück kaufen und kann sich unterschiedlich trotzdem ganz anders damit aussehen und wirken. Und auf je nachdem, wie man es kombiniert mit Accessoires etc. und dem einen steht es und dem anderen nicht. Das hat was mit Schnitten zu tun, wie du schon sagtest, mit Farben und so weiter. Und insofern ist es definitiv für mich, also schon, und es wird immer mehr so, glaube ich, dass man Fashion und Kunst, dass es einfach zusammengehört. Und es gehört immer mehr zusammen. Ich glaube, das ist auch der Trend, wenn man sagt, es wird alles wieder ein bisschen lokaler, es wird nicht mehr so Fast Fashion, es wird wieder mehr kreativ, es werden wieder kleinere Drops sein, auch aus Umweltgründen. Und ich glaube, das wird immer mehr, und auch der Wunsch nach Individualität ist auch immer größer geworden, weil viele Kleidungsstücke auf Social Media sehr inflationär gezeigt wurden. Ja. Das ist das, was ja, so meine Wahrnehmung ja. ist. Ja und nein. Also. Ja, so und so. Aber so Mainstream, ich spreche jetzt für die Mainstream-Wahrnehmung so ein bisschen. Und ich würde jetzt so gerne das Thema aber auch nochmal adaptieren auf dieses Thema digitale Formate, weil wir haben heute ganz spannende Sachen beobachtet und uns drüber unterhalten, weil wir haben ganz, also dadurch, dass wir hier auf zwei Monitoren schauen, wir haben unterschiedliche Formate parallel geschaut und uns sind da total spannende Unterschiede aufgefallen, was das Thema Kleidung angeht, was das Thema Akustik angeht, was das Thema Ausleuchtung angeht. Vielleicht können wir uns da so ein bisschen drüber unterhalten. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also was mir persönlich aufgefallen ist, und ich glaube, das ist das Einfachste, was man auch noch ändern kann. Und vielleicht auch sogar im Laufe dieser Fashion Week, weil das geht wirklich schnell. Ich glaube, wir haben halt wirklich viele verschiedene Sachen gesehen. Und nicht bei jedem, aber bei den sehr, sehr vielen, also bei Mehrheit. Der Speaker war das Problem die Beleuchtung, weil leider es ist nicht gut beleuchtet. Ich weiß, dass wir halt auch in Deutschland ganz wenig Tageslicht haben und wenn es abends ist, dann ist es sowieso ein Problem. Aber wirklich, also ich glaube, es ist wirklich ganz wichtig, frontales Licht ins Gesicht ist das Beste, was ihr euch antun könnt in dem Fall. Und wie macht man das am einfachsten? Also so ein Ringlight, wenn man das hat. Klar, gibt's auch bei Amazon super klein, super, kann also man super sich sogar günstig. Handyklippen für 10 Euro, oder? Ja, ja, es gibt ja auch mit so Mini Tripods und so weiter. Also, es gibt wirklich wie Sand am Meer. Oder einfach eine Tischlampe, die so ein Spot ist. Dann kann man es ja auch ins Gesicht einfach man kann halt sich auch anleuchten. Nicht von oben, nicht von der Seite, nicht von unten, sondern einfach nur direkt ins Gesicht. Da sieht man gleich erholter und freundlicher aus. Und die zweite Sache ist, also mit Akustik kenne ich mich wirklich nicht aus, aber wahrscheinlich Soundcheck davor zu machen ist auch Also kann ich eine Kleinigkeit sagen hier als Podcasterin. Also es gibt ganz tolle mittlerweile Mini Lavalier-Mikrofone, die kann man einfach in den Kopfhörerausgang reinmachen und das ist wie wenn du es im Fernsehen siehst in der Talkshow, wo man sich so ein kleines Ding an den Kragen knipsen kann. Ist das was ich anhabe? Genau, so eins, was du anhast. Nur deins ist nicht verbunden mit dem Handy, aber da gibt's welche, die haben direkt so einen Handy-Eingang zum, weißt du, wo der Kopfhörer normalerweise reingeht oder das Ladekabel und dann hast du einen perfekten Sound und die sind wirklich auch vom Preis her
ich weiß jetzt nicht mehr, was es gibt, 30 Euro, es ist jetzt nicht der Rede wert, aber wenn man sowas regelmäßig macht, ich habe jetzt festgestellt, in der Pandemiezeit, auch in den Nachrichten, in den Tagesthemen oder so, wenn ich da schaue, und da sind viel, oftmals auch Leute live zugeschalten, ja, dann es stört mich gar nicht so das Bild, aber die Akustik stört total. Also das Bild kann durchaus mal verschwommen sein. Ja, aber es ist ein ganz kleiner Trick, also so wie dein Licht auch. Also stell dir ein Licht von vorne auf und nimm dir ein kleines Mikrofon. Okay, gut, ich bin jetzt für visuelle, genau. So, genau. Und dann haben wir schon mal zwei richtig gute Tipps und dann haben wir, glaube ich, schon Und dann, ich wollte dann wirklich zwei, drei Wörter zu den Kleidung sagen. Und zwar, wenn man tatsächlich bei solchen Projekten oder Formate teilnimmt, dann sieht man tatsächlich nur Oberkörper. Also man sieht das Gesicht und, naja, bis zum Anfang des Bauchs. Mhm. Und da würde ich halt wirklich, und wenn man auch zu Hause sitzt, dann man muss es schon ernst nehmen und sich auch anziehen, als ob es ein Real-Life-Meeting wäre. Warum? Und einige haben das total gut gelöst. Die sahen halt wirklich toll aus, super professionell. Und weil das hat auch was mit Message zu tun, was ihr halt in die Welt transportiert. Weil das Auge ist mit, ne? Also das ist ja nicht so, dass es, wenn es nur ein Audioformat wäre und ihr als Redner gar nicht im Bild wert, überhaupt kein Problem. Wirklich. Also könnt ihr nackt sitzen von mir aus. Vielleicht aber, machen wir das ja heute. Vielleicht. Intrige. Aber wenn man weiß, man wird gesehen und zwar man verkörpert auch eine gewisse Message und ich meine, Kleider machen Leute, es war von dem ersten Menschen so, wo sie halt bestimmte Pelze beziehungsweise bestimmte Skins von bestimmten Tieren getragen, damit man halt die Hierarchie im Stamm sofort erkennt, bis jetzt, wo wirklich wir machen uns den ersten Eindruck anhand des Äußeres. Würdest du auch die Professionalität an der Visualität, also an der Optik festmachen? Du bist ja so ein visueller Typ, du legst ja Wahnsinnswert. Ich würde es auf jeden Fall nicht bewusst machen, aber da bin ich nicht die Einzige. Und jeder, der behauptet, der macht es nicht, der hat einfach sich nicht mit Studien, wie unser Gehirn funktioniert, auseinandergesetzt. Ja, man sagt ja immer so, der erste Eindruck, paar Sekunden entscheiden darüber, was du über die Person denkst. Das geht über das Äußeres. Das geht nicht über das, was die Person sagt. Und vor allem, was ich auch sehr schwierig finde bei den Formaten, weil die gehen schon ein bisschen lange und das ist halt auch ein Stoff, was eventuell, also es gibt ja leichtere Themen, es gibt auch kompliziertere Themen. Und das ist nicht, jeder Redner kann halt das super, super gut darstellen, auch akustisch nicht, weil einer redet halt voll spannend, voll interessant und er hat halt einen Tonfall, was Spaß macht und so weiter und so fort. Und das macht wirklich Spaß, ihn anzuhören. Aber der andere redet halt monoton, obwohl das Thema und der Stoff, was er gerade erzählt, super wichtig, super interessant, super seriös und wirklich, wirklich super wichtig für Entwicklung von der ganzen Branche ist, aber seine Art der Sprache, der wie er redet, ist eventuell nicht so spannend und dann plus hat er noch ein unspannendes äußeres Bild, dann ist es ja schon zwei Faktoren, wie die das zum Nachteil machen, was bei den Menschen im Endeffekt ankommen soll. Und ja, das Thema könnte so spannend sein, Themen sind ja teilweise ziemlich spannend, aber da gebe ich dir schon recht. Nicht jeder kann super sprechen. Muss man auch nicht. Also muss man auch nicht. Und es ist auch Übungssache und es ist auch Aufregung und wenn dann auch noch die Kamera mitläuft und so weiter. Es ist schon toll, wenn dann zumindest das Setup stimmt. Ja. Jeder hat so viele Stärken. Genau, aber wenn das Licht stimmt, die Akustik stimmt, die Klamotte einigermaßen stimmt, dann hat man nur noch ein Thema, auf das man sich fokussieren darf. Und man kann sich das einfacher machen. Ja, das ist doch ein ganz cooler Tipp.
an alle die, die ja und Hintergrund, häufiger wenn er nicht mit, ach, was hältst du denn von diesen Hintergründen, die so Greenroom-mäßig ja, das sind? Weiß ich nicht. Also da bin ich, also das ist wirklich persönlicher Meinung. Also es gibt ja bestimmt coole Hintergründe, die so Greenroom-mäßig sind, aber ich weiß es nicht. Ich bin halt wirklich kein Fan. Ich kenne jemand aus meinem rechten Kreis, der halt als Hintergrund auf Skype und wie so ein Raumschiff hat. Wow. Also wenn er im Skype-Call ist. Aber ich weiß es nicht. Ich find's nicht witzig. Aber ich glaube, wenn ich die Person nicht kennen würde davor und das wäre mein erster Meeting, dann würde ich denken, okay, ja, was sagt es mir jetzt? Ich denke, privat und Business ist da auch nochmal was anderes. Aber was ich was bei den Greenrooms manchmal komisch finde, ist, dass die Ausschnitte, ne? Die teilweise ganz schwierig sind. Natürlich, ja, die Haare auch, ja, und so weiter. Auch schwierig. Das ist, glaube ich. Also schön sah es jetzt nicht aus, das, was ich gesehen habe. Ich glaube, wenn es möglich ist, aber ich glaube, da war nicht jeder mit so einem Hintergrund. Da könnte man das wahrscheinlich auswählen. Ja, oder sag mal, und wenn ich den Hintergrund nicht habe, sondern eine kleine Wand, also wenn du wirklich nichts Falsches machen willst und ja einfach noch nicht sicher bist. Ist das nicht langweilig? Nee, aber dann sind alle auf dich konzentriert. Okay. Klar kannst du mal irgendwie, wenn du halt dann irgendwie, wenn du die Möglichkeit hast, dann hast du eine Vase. Also nicht so viele Details, weil im Endeffekt das Auge von der Person, die da drauf schaut, muss halt schon bei dir immer bleiben. Und eventuell, ich finde es halt auch nicht schlimm, mal Gestik zu benutzen, auch weil, was ich halt auch gesehen habe, viele, ja, aber das ist halt auch schon schwierig. Das ist halt auch so ein Format, was man nicht geübt hat. Mhm. Ich meine, in Deutschland übt man sowieso keine Präsentationskunst. Und das ist halt, dass es auch sehr schwierig ist, finde ich. Aber ich glaube, ab und zu, wenn eine Hand irgendwie in den Screen kommt, das macht es auch so ein bisschen lebendiger und zieht noch mal mehr Aufmerksamkeit. Weil sonst ist es halt sehr, irgendwann wird's halt langweilig, wenn auch die Stimme sehr ruhig ist, wenn auch der Gegenüber irgendwie so sehr ruhig spricht, wenn da zum Beispiel gar keine Farben sind, die stark Aufmerksamkeit auf sich ziehen, dann glaube ich schon, das muss halt so ein bisschen, ich glaube, man sieht ja, wie man halt auf dem Screen rüberkommt. Und ich glaube, da muss man schon so ein bisschen kritischer sein, dass man sagt, okay, vielleicht soll ich irgendwie jetzt aufmerksamer gucken, weil was ich auch gesehen habe, dass die Menschen teilweise weggeguckt haben und der andere gesprochen hat oder irgendwie. Das ist das Thema. Oder Mimik, halt irgendwie Mimik. Was anderes gemacht haben, weil man hat's einfach gesehen. Und ich finde es witzig. Also ich weiß nicht, wie ich da wäre, wenn ich 40 Minuten in so einem Talk sitzen würde und erstmal warten würde, bis ich gefragt werde. Das fand ich auch ganz schön gemein. Ich glaube, das ist echt schwierig. Und ich glaube, wenn man halt auf solche Formate, und ich hoffe wirklich, dass es irgendwann vielleicht ein Hybrid-Ding ist aus dem Fashion Week, weil wir sind Menschen und die Menschen wollen halt diese Kommunikation. Und wenn man nur vor dem Screen sitzt und da drauf schaut, dann, also wir wollen ja bewegen und irgendwie wir gucken. Also zum Beispiel, wenn man so einen Panel-Talk sieht, dann sitzt man da auf der Bühne und man schaut halt den einen, zweiten, dritten Partner. Dann schaut man das Publikum, dann vielleicht guckt man halt, was das Publikum so anhat, die erste Reihe. Oder halt, man guckt halt die Präsentationsslide. Da ist halt viel mehr Action. Ja, vielleicht ist das auch so ein Hinweis an die, die das Ganze organisieren. Ich finde das ganz schön gemein, wenn da vier Leute im Bildschirm sind oder sechs und die sprechen der Reihe nach und die Nummer sechs hat immer die in Anführungsstrichen A-Karte, weil der muss die ganze Zeit warten. Und ich glaube, es ist ganz schwierig, da immer nickend und beteiligt da zu sitzen. Es ist vielleicht dann auch einfacher zu sagen, es ist immer nur der im Bild, der spricht. Oder man zeigt am Anfang mal alle und am Ende nochmal. Weil das tut mir dann so leid für die Beteiligten. Ja, und die Themen sind halt schwierig. Die Themen sind halt super interessant. Und es ist aber auch Aufregung. Weißt du, wenn du die Letzte bist und alle reden, ich kann mir vorstellen, da sitzt man dann mit so einem Herzschlag und versucht irgendwie sich zu konzentrieren auf, was wollte ich nochmal sagen? Mist, jetzt hat die schon erzählt, was ich schon sagen wollte und was wollte ich nochmal sagen und haben wir das schon? Und dann schweift man so ab. Vielleicht kommt am Bildschirm dann parallel, ist auch eine Empfehlung von mir, das einfach abzuschalten, noch eine E-Mail rein, weil ich habe jetzt während den Zoom-Calls habe ich so oft E-Mails reinkommen gehört, dass ich immer dachte, genau, und ich dachte immer, die kommen bei mir rein. Ja. Die kamen aber bei denen rein und das lenkt die natürlich auch ab. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, das einfach auszuschalten. Ja, ich weiß, wenn ich zum ersten Mal vor dem größeren Publikum sprechen sollte, da bin ich fast gestorben.
Ich habe gedacht, ich kriege halt nicht mal ein Wort aus mir raus. Es hat irgendwie dann doch funktioniert, aber das für mich, ich bin glaube ich 30 Mal gestorben während diesem Talk. Also ich will jetzt ja auch nicht schlaumeiern. Ich tue jetzt hier, ich bin auch nicht die super Expertin und die Perfektionistin. Allerdings ist es immer leichter, wenn man als Zuschauer da guckt und dann irgendwie sieht, ah, das könnte man so und so besser machen. Von außen ist es immer ein bisschen leichter betrachtet. Ich könnte bestimmt beim Podcast auch vieles besser machen. Ja. Manches weiß ich sogar und krieg's aber nicht hin. Ja, dann ist es ja dein Personal Branding. Ja. Weißt du, wenn du es nicht wegbekommst, dann ist es dein Personal Branding. Dann gehört halt dazu, man muss auch dazu stehen, genau. Ja, das stimmt. Also als ich halt meine erste Live-Show im Radio hatte, dann habe ich auch so Verbesserungsvorschläge bekommen, dann war ich so erstmal so, okay. Aber dann im Endeffekt, die Leute haben recht und jeder hat jetzt schon eine eigene Meinung und ich kann ja meine vertreten. Ich muss ja nicht alle so machen, wie mir jetzt vorgeschlagen wird, und manche Sachen denke ich, ja stimmt, daran kann ich arbeiten, und bei manchen Sachen denke ich, nö, das will ich so haben, genauso wie bei meinen Klamotten. Wenn ich zum Beispiel als Stylistin bei irgendjemand Styling mache und ich bin der Meinung, okay, das ist ja das perfekte, das ist das. Und die Person sagt zu mir, nee, aber das will ich so. Und ich hatte zum Beispiel eine Kundin, die möchte halt so ein Motto-T-Shirt immer anhaben. Egal, was ich ihr erzähle, sie möchte das einfach so. Du sprichst so. Nicht von mir, oder? Nein, ich spreche nicht von dir. Es ist jemand anders. Aber, okay. Aber das ist im Endeffekt, weißt du, finde ich das gut? Ich finde es, ich muss es nicht gut oder schlecht finden, das ist ihr Style, sie möchte sie so haben. Mhm. Und sie setzt es durch und mein Job ist drumherum, was Gutes zu machen, so ein Styling, was halt relevant ist für ihr Beruf, für ihr Alter, für ihre Persönlichkeit, für das Message, was sie schicken, was sie überhaupt ihr Zielgruppe schickt. Und wir schicken alle ein Message. Und es ist halt wiederum zurückzukommen auf, was ziehe ich an, da, wo ich gesehen werde, wo wir in der Corona-Zeit natürlich jetzt nicht mehr so geübt sind, weil wir sind schon seit einer Weile zu Hause im Homeoffice. Ich mache mir da immer mehr Gedanken. Ich habe mir früher nicht so viel Gedanken gemacht. Ich merke immer mehr, wie wichtig das eigentlich ist. Das ist super wichtig. Ja. Und das ist für dich persönlich auch wichtig, weil das ist halt, das ist wirklich, das ist enorm. Also ich meine, ich weiß es sogar von mir und ich bin in dem Beruf und ich mache das seit Jahren. Und es ist trotzdem, wenn ich 2 Tage hintereinander so einen Jogginganzug hatte, ich habe noch weniger Lust, mich zu stylen dann, weil man wird einfach faul. Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de/mentoring. Ja, ich bin gespannt, was das stylingtechnisch alles mit uns macht, wenn dieser Lockdown vorbei ist. Und dann nimmt man auch zu, weil die Jogginghose drückt nicht. Die ist ja super weit. Und jetzt ist noch Oversize. Super gefährlich, weil die meisten schneiden die Brennspiel 42. Was wirst du denn machen, wenn du schon 42 hast, wenn du dann rausgelassen wirst? Ich habe einen Tipp für dich. Sport machen und weniger essen. Ja. Vielleicht genießt man die Zeit jetzt auch einfach so, wie sie ist. Also was jetzt Essen und Trinken angeht und Gemütlichkeit, weil wer weiß, wann wir die wiederbekommen. Und dann tragen wir einfach alle in Jogginghose und schneiden die einfach oben auf, damit sie noch passt. Nein. So weit muss man ja nicht gehen. Ich meine, man hat ja merkt es ja auch so ein bisschen vom Körpergefühl. Aber ich sitze zum Beispiel im Office auch viel lieber in einer Bekleidung, gemütlich ist, auch wenn ich trotzdem darauf achte, wie es aussieht, weil ich möchte trotzdem aufrecht und diszipliniert und geschminkt und mit Make-up und Haare gemacht am Schreibtisch sitzen, weil ich mich dann einfach besser fühle und ich finde, das gehört professionell dazu. Ich sitze hier immer, als wäre ich auf der Flucht, weil wenn ich nachher einen Termin habe, will ich einfach rausrennen können, so wie ich bin, und mir nicht erst noch Gedanken machen, oh Gott, ist mein und so weiter. Aber ja, also ein bisschen gemütlicher habe ich es, also legerer habe ich schon. Und trotzdem trage ich Sachen, die mir gefallen. Nee, also ja, ich weiß, du siehst es als Profi wirklich, anders. Ich bin wirklich, ich bin der Meinung, dass also
jeder ist ja anders, ne? Jemand, der halt schon immer in Jogginghose gearbeitet hat, sage ich mal so, ne? Und trotzdem halt so super ernst und super professionell rübergekommen ist und man natürlich nicht gesehen nicht. Wird, also ich das nicht wird halt, das wird halt nicht, das ändert sich halt nicht. Ich bin der Meinung, wenn ich, also ich funktioniere einfach besser, wenn ich leicht geschminkt bin, einen Blazer anhab, einen festen Schuh, nicht irgendein Latschen oder sonst was. Und dann ist es, ich bin einfach anders unterwegs. Und mein Auftreten verändert sich. Das meine ich, genau. Sitze, also Sitzposition, meine Haltung verändert sich. Und wenn ich, natürlich, wenn ich jetzt einfach nur Bilder bearbeite oder mein Instagram-Feed plane oder sowas, dann klar kann ich auch das in Jogginghose machen. Aber wenn es halt darum geht, dass ich halt einen so erwachseneren Job mache, dann ziehe ich mich schon ordentlich an. Und unter der Woche trage ich immer kein Jogginghose. Wann trägst du sie dann, die Jogginghose? Wenn du joggen gehst, gehst du joggen? Nein, aber ich mache Sport im Park. Neulich habe ich das wirklich im Schnee gemacht. Wow. Ich habe mich nicht erkannt. Bravo, finde ich super. Ja. Aber naja, das ist Lockdown, ne? Ja, also da bin ich ja ganz froh, dass ich dich so professionell an meiner Seite habe und mir da immer neue Inspiration holen kann, weil es ist tatsächlich ganz toll zu hören, was man mit Kleidung alles transportieren kann, sich selber gegenüber, aber auch dem Gegenüber. Ja. Und das ist schon total wichtig. Also ich bin da absolut mit dir einer Meinung und ich bin froh, dass ich da von dir noch ganz, ganz viel lernen kann. Das ist ganz viel. Manchmal verliert man vor lauter Job, also manche Dinge, die ganz selbstverständlich sind, einfach so ein bisschen auch aus den Augen, weil man so konzentriert arbeitet. Und ja, ich glaube, man muss sich einfach gefallen. Und wenn man tatsächlich, also, und jeder ist da anders, jeder ist individuell. Aber ich kenne wirklich, wirklich ganz wenige Menschen, die sich ungeschminkt, ungekämmt. Ja, wer macht denn das? In so Pyjamas noch im Spiegel. Ganz großartig und professionell finden. Das ist eher so, oh ja, okay, heute weiß ich nicht. Aber ich finde, das ist halt wichtig, wenn besonders, also egal in welchem Job, aber wenn du am Spiegel mal vorbeigehst, du sagst, toll, ich sehe toll aus, ich mag mich. Und nicht so ganz geschämt, so, oh mein Gott, hoffentlich sieht mich keiner. Gott sei Dank bin ich im Homeoffice. Wenn man solche Gedanken hat, dann glaube ich, müsste man was ändern. Wenn man den nicht hat, dann Selbstliebe, Selbstnichtliebe, wie auch immer, you name it, es ist so. Wenn Toll. Man das Bedürfnis hat, wirklich vor dem Spiegel sich auch noch gut und großartig zu finden, ohne sich 30.000 Masken von Instagram drauf zu tun. Filtermäßig, weil, meinst du? Ja, weil das finde ich auch, also sorry, das muss ich einmal loswerden. Also Leute, bitte, also der Trend geht zur Natürlichkeit. Sustainability, Natürlichkeit, alles so, wir müssen uns so lieben, wie wir sind. Aber ich glaube, da werden wir ganz weit davon entfernt, wenn wir Instagram aufmachen, Stories posten von uns selber und dann halt irgendein Filter drauf tun, so eine Maske, wo die Augen anders aussehen, Nase anders aussieht. Häschen ist wenigstens witzig, aber wenn man sich so ein Schönheits-OP auf der Maske verpasst, das weiß ich auch nicht, ob das immer noch so gut ist. Findest du nicht, dass das weniger ich geworden glaub, das ist? Ich glaube, das ist finde ich nicht. Nein? Nee, irgendwie ich finde, in der Masse geworden. Nicht. Ich finde, ich habe paar ganz tolle Frauen gesehen, komischerweise in dem Alter ab 40, die aufgehört haben, das zu machen. Das finde ich ganz großartig, weil sie sind schon tolle Frauen. Klar hat man irgendwo ein Fältchen oder sonst was, aber das sieht schön aus, weil das ist halt, sie sind tolle, moderne Frauen, die auch einen geilen Stil haben und sie haben auch was zu sagen und man muss sich nicht komplett verunstalten und verändern. Das ist, ich habe es gesehen, aber ich glaube, es wird noch dauern und ich hoffe, das wird schnell gehen, weil wie gesagt, ich sehe ganz viele junge Mädels, die das machen und das finde ich halt voll schade, weil die sind so hübsch. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, so 20-Jährige, die haben das noch ganz intensiv, glaube ich, wenn ich das so richtig beobachte, dass die ganz viel Filter noch verwenden. Ja, und auch von Kleidungsstil machen sie das auch so ein bisschen jetzt. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist halt so die Medien noch. Ich hoffe, das wird sich verändern, weil das ist halt, ich finde halt bei den Erwachseneren
ist halt mehr Individualismus und mehr Style mittlerweile, was früher auch nicht so der Fall war. Mhm. Aber bei den ganz Jungen ist es noch, da ist halt so ein Wandel. Aber okay, sie sind jung, die suchen sich noch. Das ist auch normal. Wenn wir da zum Thema Content kommen, also das Filter ist die eine Sache, das betrifft ja das Gesicht, aber von der Kleidung her, da kannst du uns bestimmt auch noch Tipps geben. Und vielleicht Tipps so in Richtung Brandbuilding, wenn man zum Beispiel eine Fashion-Marke hat und irgendwie Content kreieren möchte für seinen Social-Media-Account. Hast du da noch Tipps? Naja, also ich meine, das ist ein riesengroßes Thema. Man kann halt darüber wirklich stundenlang reden, weil im Endeffekt, was für Marke das ist, hängt auch dann davon ab, was für Content man produziert und wie viel Geld das im Endeffekt kosten sollte. Sagen wir mal Low Budget, was kann man da so machen? Na, Low Budget kann man halt besonders jetzt, Lockdown und so weiter, man kann ja im Prinzip mit gutem Licht und Selbstauslöser kann man schon vieles an sich machen lassen. Oder man holt sich sogar einen Stylisten oder einen Fotografen, der so ein Webcam-mäßig Bilder macht. Oder sogar ein Stylistik. Also es gibt ja viele Stylisten, die auch Art Direction anbieten. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch so eine... Was macht ein Art Director eigentlich? Ganz genau. Also Stylist ist nur für Klamotten zuständig, sagen wir mal so. Und Art Director, Stylist Art Director, der ist zuständig für das ganze Bild. Und gibt es auch welche, die beides können? Ja. Also, ja. Du zum Beispiel? Also ich kann es auch beides, ich biete es auch an, ich mache das voll gerne, weil allein Styling, ich liebe das, aber ich kann halt mehr und deswegen bin ich super gerne auch bei solchen Jobs dabei. Aber ansonsten, doch, es gibt halt tolle, aber jeder Stylist hat auch eine eigene Vision und da muss man auch gucken, wer zu deiner Marke passt. Weil nicht, das ist tatsächlich, jeder ist individuell und guter Stylist hat auch schon, also guter Stylist kann vieles, der kann halt mit Briefing arbeiten und dir von Queen, also ich meine jetzt Elisabeth, bis irgendwie Punks ankleiden für ein Briefing. Aber trotzdem gibt es Spezialitäten. Ein Stylist kann diese Style besser, diese, also das ist halt, es gibt immer so Vorlieben bei Stylisten. Mhm. Und ich glaube, und es gibt genug auf dem Markt. Und da glaube ich, muss man gucken, dass die Vision passt, die Professionalitätslevel passt, weil wenn ein Stylist vieles Kreatives zum Beispiel gut kann, aber ein Zun von Organisation und so Vorbereitung, Nachbereitung dann nicht so stark ist, weil als kreative Person wird man ja öfters abgestempelt, dass man der Organisation gar nicht kann und die Zahlen. Stimmt auch bei vielen? Bei vielen aber wiederum nicht. Sag mal, deswegen, was hältst du davon, wenn man einfach nur einen Fotograf nimmt? Das ist nicht genug. Das ist auf jeden Fall nicht genug. Siehst du es zum Beispiel bei Content, dass manchmal, ja, dass da vielleicht nur ein Fotograf involviert war? Ja, ich sehe das. Das ist nicht genug, weil ein Fotograf ist dafür zuständig, dass das Bild scharf ist, der Winkel gut ausschaut, die Farben gut rübergekommen sind und das Licht. Alles andere interessiert den Fotograf nicht. Mhm. Wie, was da in dem Bild ist, ob da noch eine Blume zum Beispiel zu eurem Produkt dazugelegt wird, ist ein super Bonus, wenn der Fotograf das kann, aber das ist nicht sein Job. Das war wirklich meine Enttäuschung am Anfang, das wusste ich am Anfang nicht. Das ist echt der Hammer, das war für mich so eine Lernkurve. Vielleicht lernt jetzt jemand von den Zuhörerinnen und Zuhörern das auch. Das war für mich super spannend, vielleicht weiß man das heute wenn einfach. Wenn wir wirklich über die Produktion sprechen, das Mindestteam ist Fotograf, wenn du mit Model fotografierst, Make-up und Hair, also es kann auch eine Person sein, weil viele können beides, und Stylist. Drei Personen müssen am Set sein. Dann kommt, wenn es halt komplizierteres Licht ist, Lichtassistent, bla bla bla, irgendwelche andere Assistenten. Aber ansonsten, besonders jetzt in Corona-Zeit, trotzdem die drei Personen, wenn du einen Menschen fotografierst, drei. Wenn du ohne Menschen fotografierst, zwei. Fotograf, Stylist, Strich an Director. Weil jemand muss wissen, in welche Richtung das geht. Und der von dem Fotograf ist es, das ist einfach nicht sein Job. Weil für ihn sind die Bilder wichtig, nicht der Inhalt von dem Bild oder das Message so in dem Fokus steht.
Und da muss man als Kunde zum Beispiel, also sogar als kleine Marke, ganz genau mit dem Fotografen, mit dem Stylist oder Art Director, beziehungsweise in dem Fall ganz konkretes Briefing geben, was man da haben möchte und was man für Message da reinlegt. Und das ist halt, das ist eine Arbeit, die Hand in Hand geht. Wenn ihr einfach irgendjemand eine Aufgabe gibt, hier ist das Geld, bitte fotografiert mir das und das ab, ohne konkretere Aufgaben und konkretere Aufgabenstellungen, dann wird es in 90% nicht funktionieren. Und sag mal, keiner kann Gedanken lesen. Und sag mal, mit was für einem Budget muss man da rechnen? Das ist unterschiedlich. Es ist wirklich sagen wir mal, wir machen so einen halben Tag. Es ist sehr unterschiedlich. Also es ist wirklich sehr unterschiedlich. Aber kannst du sagen, es hängt auch von dem Produkt ab, weil ja. weil Fotografie ist ja nicht nur an einem Tag. Danach muss noch Retusche gemacht werden. Davor gibt's ja Vorbereitung. Es ist wirklich, wirklich sehr unterschiedlich. Man kann halt auch einfach nur von so Tagessatz von dem Fotograf kann man ab 1200 Euro rechnen. Und die zwei anderen, die noch dazukommen, auch nochmal? Ja, klar. Das ist aber schon kein Low-Budget mehr, würde ich sagen. Aber, wie viele Bilder du daraus bekommst. Du musst ja, und wie viele Quernutzungen du davon erreichst. Weil zum Beispiel, deswegen würde ich für kleine Marke nie empfehlen, besonders wenn man kleinere Stückzahlen hat. Wenn dann zum Beispiel wirklich nur ein, zwei Teile hat, dann muss man tatsächlich gucken, wer das fotografiert, ob ihr das selber vielleicht könnt oder halt nur den Fotografen und Art Direction und Styling selber macht, wenn ihr das könnt. Das ist nicht schlimmer, ist, wenn man das nicht kann und denkt, man kann's. Aber im Endeffekt, man muss halt gucken, wie viel du diese Bilder benutzen kannst. Wenn du zum Beispiel, du kannst ja ein Shooting machen, wo du Social Media, Produktbilder und Campaignbilder machst. Wenn du die Bilder über alle Kanäle abspielen kannst, dann lohnt es. Und dann hast du noch Stückzahlen davon. Was heißt Stückzahlen? Naja, zum Beispiel, du hast 50 T-Shirts von dem gleichen Sorte. Und du fotografierst halt diese eine T-Shirt davon und du benutzt das für Instagram, Facebook, wo auch immer du noch irgendwie Social Media betreibst. Dein Online-Shop als Produkt und Campaign. Was ist denn ganz konkret der Unterschied zwischen den drei Fotoarten? Also das eine Social Media ist wahrscheinlich so mehr Mut oder mit so Umfeld. Ja, es ist halt eher so Narrative, genau. Das muss halt irgendwie gezeigt werden. Klar, hängt vom Konzept an, aber was halt so funktioniert, das muss halt schon so Lust, Inspiration sein, dass ein Kunde, wenn er das sich anschaut, dann denkt er, geil, ich sehe mich mit der Klamotte oder ich sehe mich mit diesem Accessoire oder was ihr da verkauft. Und das ist. Und da achte ich da auch auf die Formate, sage ich, muss ich dem auch sagen, also für, was weiß ich, Story Hochformat. Natürlich, ja. Und dann ja, das Feed-Format und das Instagram-Format und so. Natürlich. Okay. Also dann ist es schon mal dafür und in so und so viel Format. Genau. Und dann natürlich parallel kannst du ja auch selber oder halt jemand, der halt da gerade nicht beschäftigt ist, kannst du auch so IGTV oder Stories drehen, so behind the scenes, weil ich glaube, das kann super wichtig, besonders in der jetzt Lockdown, da ist es halt wirklich wichtig, dass, wenn es halt auch in der Strategie ist, dass du so eine Art Community aufbaust, dass du wirklich, dass der Kunde ganz nah bei dir ist. Also es heißt, IGTV, du würdest einfach so vom Setup oder Reel. Was halt. Oder Reel, ja. Und Reels werden gerade halt unfassbar von Instagram gepusht und deswegen würde ich empfehlen, egal was für Video du hast, wenn ihr halt auf Instagram so ein bisschen unterwegs seid, dann, wenn man zum Beispiel auf die Aktuelles geht, ne, auf dieses Lupe, dann ist ja ganz viele Reels werden immer angeboten zum Gucken, weil Instagram jetzt selber pusht die. Und deswegen spannend. Ist es zum Beispiel, weil das ist, Reel ist ja im Endeffekt wie so ein TikTok, aber TikTok ist ja super jung. Und Instagram ist ja nicht mehr so jung, weil die Zielgruppe von Instagram und halt die Users sind ja auch ein bisschen erwachsener geworden. Und da muss man nicht unbedingt Luftsprünge machen oder witzig tanzen. Da kann man einfach bisschen was, also das muss halt schon nach Entertainment aussehen, sage ich mal so. Aber es muss nichts Verrücktes, nichts
nicht so super jung sein. Verstehe. Weil vielleicht passt es gar nicht zu deiner Marke. Deswegen musst du halt echt gucken. Aber dieses Konzept, das kann dir kein Fotograf, kein Stylist, also das kann dir keiner erarbeiten, außer du oder halt deine Marketing. Person, Mensch. Genau. Und sag mal, und der Unterschied zum Thema Produktfoto, weil Produktfoto, das war ein Produktfoto ist auch weiß. Also klassisches Freisteller. Freisteller. Ja, aber das reicht doch für einen Shop heutzutage nicht mehr aus. Nee, und vor allem, und viele haben es vergessen, und ich shoppe halt super viel online für Kunden, und ich finde es halt super schade, ich werde jetzt wirklich nicht den Namen nennen, und manchmal denke ich, mein Gott, ich würde sie so gerne anrufen, die Chefs von denen, sagen, was tut ihr? Ihr gibt sonst so viel Geld für alles aus, warum guckt er nicht darauf hin, wie halt eure Online-Shops ausschauen? Weil die Bilder sind in unterschiedlichen Formaten fotografiert, teilweise mit komischem Licht, teilweise ohne Models, was man halt überhaupt nicht heutzutage bringen kann, weil man will als Kunde verstehen, wie das halt auf einen Menschen aussieht oder zumindest auf eine Puppe, was halt auch nicht mehr zeitgemäß ist. Aber da stehen auch keine Abmessungen. Da steht nicht, wie lange das Kleid ist oder wie groß ist die Tasche. Kannst du ein Beispiel nennen? Dann jammern alle über die Retourquoten. Ja, kannst du ein Beispiel nennen, wer das gut macht, wer das richtig gut macht, sowas im Shop? Wer es gut macht? Ein Beispiel, dass man sich so inspirieren lassen kann? ASOS macht es super. Net-a-Porter macht es sehr gut. Zara macht wunderschöne Fotografien, nur die machen es teilweise so wunderschön, dass man sogar weiß, und ich als Stylistin weiß, und ich achte halt schon sehr auf Qualität und so weiter, aber ich weiß, schlechte Qualität, komische Zusammensetzung und so weiter und so fort, aber das ist so gut fotografiert, dass ich das trotzdem bestelle. Und das ist passiert mir selten, und meistens fliegen sie auch dann bei der zweiten Vorgang aus dem Warenkorb raus, aber wenn es eine gute Fotografie ist, dann wird es auch öfters behalten, weil im Endeffekt die Leute kaufen das und sie kaufen nicht die Klamotte, weil keiner braucht noch einen schwarzen Pulli. Sie sehen diese ganze Entourage und sie kaufen diese ganze Entourage, nicht den schwarzen Pulli, was das Model dann hat, sondern das Lifestyle, wie sie aussieht in dem schwarzen Pulli und so weiter. Und dann kommt es an und jemand, der sich mit Materialien und mit Qualitäten nicht auskennt und auf Sustainability auch keinen Wert legt. Und sogar wenn er in diesem Pulli nicht so gut ausschaut, behält er das, weil er denkt, er sieht so aus. Und das ist ja schon für die Marke gewonnen. Ja. Und Elena, zum Schluss noch die dritte Fotoart. Die dritte Fotoart ist Kampagne. Was ist da der Unterschied? Also, das ist einfach ein anderes Format. Dass es halt eher selber Produktefokus ist, weil zum Beispiel bei Instagram die Bilder, die richtig gut funktionieren, das Produkt ist sozusagen am Rande. Du verkaufst du den Mut, Produkt ist am Rande. Bei der Kampagne gibt's verschiedene Arten. Manchmal ist das Produkt gar nicht da, weil du verkaufst Lifestyle. Das ist im Prinzip, Kampagne machst du, um Branding zu schaffen für dein Produkt. Dass du halt deinem Kunden vermittelst, wenn du dieses Produkt hast, dann bist du genauso hübsch, glücklich, sexy, weiß was nicht, was halt deine Messages sind. So sieht's aus. Manchmal ist halt wirklich Produkt im Fokus, wenn man halt so viel verschiedene Modekampagnen, besondere. Aber was ist da der Unterschied zum Mutfoto? Nicht so viel, aber das ist ein anderes Format. Zum Beispiel, wenn du, Instagram ist immer noch Quadrat, ne? Quadrat. Klassische Variante, wenn du die Webseite hast, dann meistens hast du so ein Landscape, so ein ganz langes Format. Und da musst du halt aufpassen, dass das Bild, das Fotograf oder der Retoucher, ne, der Post-Production macht, das Bild verlängern kann. Du musst halt gucken, dass die Beine, Hände, alles halt im Bild ist. Das ist sozusagen das gleiche Bild, nur anders aufgenommen. Und das muss man halt bei dem Fotoshooting auch beachten. Und wenn man tatsächlich als Marke jetzt auch, und man muss halt in Content investieren, weil jetzt kannst du mit schlechtem Content einfach nirgendwo hingehen. Wenn du das machst und wenn du dieses Investment machst, damit es sich wirklich, wirklich lohnt, such dir ein professionelles Team raus, am besten die schon wirklich vielleicht sogar zusammengearbeitet haben, weil dann wissen sie, wie sie ticken und das geht viel, viel schneller und viel smoother. Und dann wirklich
überlegst dir ganz genau, was deine Aufgaben sind. Ich brauche Content für Stories, für Feed, für IGTV, für Reel, für jetzt super langen Slider, für ein Mobile-Ansicht und für meine Produkt-Feed. That's it. Und dann mach noch die Hausaufgaben und schreib die Abmessung von deinem Produkt rein. Weil, ich habe es gesehen, bei vielen, vielen Pages machen sie es einfach nicht. Und ich hatte wirklich aktuell einen Fall, es war eine super tolle Tasche bei einem renommierten Shop, bestellt, es kam ein Mini, das war wie ein Portemonnaie. Ach so, jetzt, weil jetzt das war so Mode ist, so Mini-Taschen. Ganz klein, aber das war halt aber von dem Preis und grundsätzlich vom Modell gab es halt auch größere Taschen von dem Designer. Und das konnte man einfach nicht abschätzen. Und dann hat es ja voll lang gedauert, bei vielen Shops ist auch ein bisschen kompliziert mit der Rückgaben. Mein Gott, also das hat zu viel Zeit gekostet. Und ich glaube, ich würde wahrscheinlich nicht mehr bei dem, wenn ich nicht muss, werde ich bei dem Shop nicht wieder bestellen, weil ich weiß, das ist ein Fehler. Wenn ich diesen Fehler gemacht habe, dauert es Ewigkeiten, bis ich das zurückschicke. Ich muss das irgendwo hinbringen. Ich muss extra anrufen oder irgendwo suchen, wo ich den Retourschein ausdrucke. Es ist alles sehr kompliziert und das ist gekauft, ist ja noch nicht, das ist der Schritt dazwischen. Nur ist es gut gegangen, wenn der Kunde zufrieden das Produkt auch behält und wiederkommt. Das muss im Hinterkopf von einem Online-Shop-Besitzer sein, egal ob groß oder klein. Genau, die Retourenquoten klein halten ist, glaube ich, das Thema und das kann man mit Content mindestens genauso steuern. Also nicht nur Fotos, aber guter Content und trotzdem schlechte Abwicklung. Auch schlecht. Bringt nichts. Deswegen, jetzt ist auch die Zeit, wo man wirklich vielleicht nicht in Panik verfallen, das wird doch alles irgendwie laufen, einfach nur kurz Ist-Zustand analysieren, gucken, wo die Defizite sind, Marketingbudgets einplanen, wirklich umstrukturieren, umdenken, kreativ werden. Und das wird doch alles wieder gut. Wir werden alle wieder rausgelassen, alle werden weiter einkaufen, alle werden wieder happy sein. Es bringt wieder Spaß und Sommer und Sonne und über Corona werden wir dann auch nicht mehr so viel nachdenken. Schön, dass du das sagst, weil das gibt mir schon wieder einen Ausblick in die Zukunft und einen schönen Ausblick. Und lasst uns doch die Zeit nutzen, um einfach besser zu werden, wenn wir jetzt schon zu Hause in Anführungsstrichen eingesperrt sind. Und wir haben jetzt ganz viel Feedback gegeben und Tipps gegeben. Und wenn ihr Feedback und Tipps für uns habt, dann freuen wir uns natürlich sehr drüber, denn wir wertschätzen Kritik besonders. Kritik muss ja nicht Feedback. Immer... Was ist das? Das Gleiche in Deutsch. Das ist spannend. In Englisch ist es nämlich der Unterschied. Kritik, das klingt immer so negativ. Ja, aber Feedback. Kritik ist erst für mich erst dann schlecht, wenn es persönlich angreifend ist. Und du hast ja vorhin selber gesagt, wenn man dir ein Feedback gibt oder Kritik, dann weißt du wenigstens, wie es ankommt und du kannst dir aussuchen, was davon für dich passend ist, was du umsetzen kannst und von wem es kommt und inwiefern du es adaptierst. Ich finde nichts schlimmer, als wenn man gar kein Feedback bekommt und überhaupt nicht weiß, wo man steht oder gar nicht hört. Und insofern, wir sind offen dafür. Wir können es auch Feedback nennen. Ich bin auch einverstanden mit Feedback. Super. Wir müssen positiv bleiben, in jeder Hinsicht. Egal, definitiv. Ob Wortwahl oder Zukunftsperspektive. Also Positivity, genau, die brauchen wir jetzt. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns über euer Feedback und wir freuen uns auch, wenn auch diese Folge euch wieder gefallen hat. Und Elena, kommst du wieder? Sehr, sehr gerne. Habt ihr es gehört? Tschüss.